Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren kleinen Let's Show. Ich habe wirklich nicht viel zu zeigen. Ich will das nur ganz kurz machen. Es ist auch schon meine zweite Aufnahme jetzt. Und es ist eigentlich mehr ein Ankündigungsvideo als ein Let's Show Video. Ich zeige euch einmal ganz kurz die Neuerungen, die seit dem letzten Mal, seit dem Anfang, also dem Let's Show Dingsbums, als der Multiplayer Welt. Wo die wieder online gegangen ist, nochmal kurz die Veränderung, denn ich möchte die Welt jetzt zum Download bereitstellen. Und ich habe noch ein bisschen was verändert. Ihr seht, der Weg ist anders. Ich hatte hier normalerweise Fackeln stehen, habe ich alle abgerissen und hier Lightstone reingehauen. Das sieht eigentlich ganz geil aus, wie ich finde. Und ich habe noch ein paar Infos. Also ich werde nach dem 1.8 Update natürlich wieder eine Serverwelt haben. Diese Server wird natürlich aber auch nicht direkt starten. Die wird also, weiß ich nicht, ein paar Tage später, eine Woche später oder so starten nach dem Update. Ich kann das nicht sagen, weil es davon abhängt, wann Bucket abgedatet ist. Und ich das nicht beeinflussen kann. Ihr seht ja einmal ein weiteres Pixelart von mir, nämlich Psyana, neben dem Trainer. Psyana habe ich gemacht und hier haben wir noch einmal Daisy, die haben Chaosjoker und ich zusammen gemacht. Ansonsten ist ja alles gleich geblieben. Hier hat Chaos sogar noch ein kleines Haus gebaut. Nichts Spektakuläres. Ich will das jetzt auch eigentlich ziemlich schnell hier durchziehen. Weil ich auch nicht mehr ganz so viel Zeit habe und wie gesagt, gerade die Aufnahme irgendwie abgekackt ist und einmal ganz kurz eine Info. Ich möchte natürlich ein Pixel-Art-Museum quasi wieder machen in der neuen Welt, die es dann geben wird. Ich habe mir da schon ein bisschen was überlegt, nämlich in der Zeit, in der die Entwickler, sag ich mal, von Bucket daran werkeln, das wieder abzudaten, werde ich daran werkeln, diese Welt schon mal vorzubereiten. Nämlich werde ich mir dann eine gute Welt suchen, eine schneefreie Zone dann, nicht mit Eis und so weiter, sondern eine Waldwelt oder eine Wüstenwelt wahrscheinlich. Und ich werde das dann einmal so machen, dass ich ein Museum mache. Also nicht so wie hier das machen werde, sondern das eher so machen werde wie eine Straße. Also eine lange Straße, die dann meilenweit geht und wo man dann immer diese Pixelarts stehen hat. Einmal mit der Straße hier vorne, wo man dann an den Pixelarts werkeln kann, die sich so anschauen kann. Und dann werde ich einmal, kurz hier hochfliegen. Werde ich zum zweiten noch eine Art Brücke. Ich mache das mal ganz kurz. Zeig das mal ganz kurz so, wie ich das circa vorhab. Natürlich etwas schöner, das ist jetzt nur improvisiert, nur um euch das mal kurz zu zeigen. Dann werde ich quasi eine Brücke machen. So, die geht auch parallel zur Straße. So, dass man sich die Pixelarts von der Ferne anschauen kann, wie weit das dann weg sein wird, wie hoch das dann sein wird. Das werde ich dann in der Zeit prüfen, wo der Server noch nicht online ist, sondern wo dann noch alles abgedatet wird, wo ich dann noch alles selbst mache. Und wenn ihr dann auf dem Server kommt, später irgendwann, wenn er online ist, will ich dann natürlich auch noch ein Infovideo raushauen, wird dann alles dementsprechend schon fertig sein, nur die Pixelarts werden natürlich noch nicht stehen, weil die dann mit der Zeit kommen. Jetzt mach ich mal das kurz. Warte mal. So, und ich will einmal kurz Sonne haben hier. Und So werde ich das machen. Und natürlich möchte ich dann nicht, dass jemand entweder ohne Genehmigung einfach irgendwo ein Pixelart hinklatscht oder so. Oder mir da irgendein Haus dazwischen baut, weil das möchte ich natürlich nicht. Ich will die Straße auf jeden Fall so beibehalten und So. Und, was wollte ich noch sagen? Und ansonsten könnt ihr bauen, wie ihr wollt, so wie es hier auch schon war. Und wir haben hier noch auf dem Server einen, mittelgroßen Tempel gebaut. Zu viert oder so.
kann ich gar nicht genau sagen, viert, fünft oder so. Und der ist eigentlich noch nicht ganz fertig, aber ich habe ehrlich gesagt keine Zeit mehr, gerade im Moment, den fertig zu bauen und Lust eigentlich auch nicht mehr. Und ja, deswegen zeige ich ihn euch jetzt so und ihr könnt euch jetzt natürlich, nachdem dieses Video online ist, euch meine Singleplayer-Welt zeigen, runterladen, die ich gleich auch noch zeigen werde und diese Multiplayer-Welt auch. Und da könnt ihr natürlich alles noch so verändern, wie ihr wollt. Das ist mit der Latte. Ich zeige das erstmal kurz von außen. Das ist der Tempel von außen. Sieht wahrscheinlich ein bisschen komisch aus, weil es nicht wirklich ein Tempel ist, sondern irgendwie so eine Mischung aus Kathedrale und Hochhaus oder sowas. Aber naja, war halt auch irgendwie alles improvisiert. Ich habe das einfach mal so gebaut. Ich wollte einen Tempel, habe dann irgendwie Umrisse gemacht und das war's. Wir haben hier noch einen kleinen Geheimgang. Wenn ich den jetzt zeige, ist es zwar eigentlich kein Geheimgang mehr, aber geht der auf? Ja. Ja, der geht irgendwie zu schnell wieder zu. Machen wir es nochmal. So, vielleicht jetzt. Boah, das war knapp. Und zwar haben wir hier das Innenleben des Hauptturms quasi. Und was ich ganz interessant finde, was nicht geplant war. Und zwar da oben, ihr seht die Decke. Und wenn man jetzt mal eine Wolke da durchfliegen hat, dann hat man genau die Umrisse da. Ich zeige die gerade mit dem Fadenkreuz circa. Dann hat man genau diese etwas dunkleren Umrisse da. Die hier oben circa. Das ist dann alles innen drin weiß und das sieht dann aus wie so ein Space Invader. Kennt man bestimmt das Spiel. Und da diese Gegner. Hier mit einem kleinen Geheimausgang, weil so kommt man natürlich nicht mehr raus. Ja. Ist ein ganz nettes Extra, habe ich nicht so geplant, war aber trotzdem irgendwie da. Und finde ich ganz nett. Und ja, wie schon gesagt, der Tempel ist nicht fertig. Wenn ihr den selbst fertig bauen wollt, wenn ihr da noch einen Thron reinbauen wollt oder einen gescheiten Boden und keinen Grasboden oder so, könnt ihr das gerne machen, das ist mir egal. Ich werde hier nichts mehr dran machen. Der Server wird bis zur nächsten Ankündigung wird ja auch nicht mehr gestartet. Eben weil dann die Welt schon downloadbar ist und Veränderungen sowieso nichts mehr bringen würden hierbei. Und ja, das wäre es erstmal hier. Wir gehen jetzt nochmal kurz in meine Singleplayer-Welt. Da habe ich ehrlich gesagt auch nicht viel gemacht. Wo bin ich denn gerade hier? Ich bin gerade. Wo bin ich? Ach so, hier bin ich. Okay, hier habe ich persönlich sehr wenig dran verändert. Also, es ist wirklich mehr so eine Art Infovideo, dass ihr euch das jetzt downloaden könnt, als eine Let's Show, muss ich persönlich sagen. Aber, naja, es gibt halt trotzdem ein bisschen was Neues und deswegen sage ich jetzt einfach mal Let's Show. Und zwar habe ich einmal diesen großen Turm, der aussah wie das Empire State Building. Das habe ich erstmal rausgehauen. Das habe ich also ganz abgerissen, weil es einfach nicht reingepasst hat. Und dementsprechend ist da jetzt was Neues, nämlich die Landschaft. Ja, cool, Landschaft. Das passt nämlich ein bisschen besser da rein. Und ich muss einmal kurz sagen, hier drunter, da gibt es noch etwas. Nämlich einen kleinen Geheimgang. Muss eigentlich zu sein, na egal, so. Und zwar, ich kann euch das ja mal ganz kurz zeigen. Ich hatte erst hier geplant, etwas Geheimeres zu bauen, nämlich eine Art, ja, auch was mit Pixelart, so verschiedene Pixelart-Räume, wo dann die Decke mit dem Pixelart verziert ist, der Boden, die Decke, ja, Decke habe ich schon gesagt, die ganzen Seiten und so weiter. Wenn man das jetzt hier allerdings mal sich anschaut, dann, ist hier nicht viel, denn mit der Zeit habe ich gemerkt, es ist einfach viel zu viel. Und das Ganze hier rauszuhauen, ich meine, so ein Pixelart ist ja nicht klein, das müsste ja mindestens so 25 mal 25 mal breit sein, 30 Blöcke hoch und so weiter. Und da passen dann auch nur kleine Pixelarts rein. Und dann habe ich mir dann irgendwann gedacht, nee, komm, brauchen wir auch nicht unbedingt. Und deswegen habe ich das Projekt abgebrochen und mache ich eigentlich auch nicht mehr weiter. Könnt ihr selbst machen, wenn ihr wollt. Ich mache es nicht mehr. Und das werden übrigens jetzt die
die letzte Let's Show sein, die ihr auf dieser Welt sehen wird, denn nach dem... warte, das war falsch. Nach dem 1.8 Update werde ich eine neue Welt anfangen. Sehr wahrscheinlich eine neue Welt. Denn, ach nee, jetzt kann ich ja gar nicht slash time day eingeben. Ist das Singleplayer? Dann gehe ich mal ganz kurz rein. Denn, ja, nach dem 1.8 Update ist ja fast alles neu. Also, es ist schon fast gar nicht mehr Minecraft, sondern ein ganz neues Spiel. Deswegen werde ich dann eine neue Welt anfangen. So weh es mir tut, diese schöne alte Welt hängen zu lassen, aber so ist es nun mal. Und hier hatte ich noch einen kleinen Versuch gebaut, denn ihr seht ja oben rechts die Minikarte. Und mit der Minikarte, ich zeige euch das mal ganz kurz. Vielleicht sieht man schon? Nee, sieht man nicht. Und zwar da, man sieht links in der Mitte, sieht man so einen blauen Kirby. Und zwar hatte ich mal überlegt, wenn ich so ein Pixelart auf dem Boden mache und dann von oben immer eine Minimap oben rechts habe, sieht das doch vielleicht ganz geil aus. Und ja, es sieht ganz in Ordnung aus. Auf dem Boden passt es jetzt nicht unbedingt so super. Ja, war eigentlich mehr ein Test als irgendwas anderes, muss ich sagen. Ist aber ganz interessant eigentlich. Vielleicht werde ich das auch mal machen, dass ich einfach ein paar Pixelarts irgendwann mal auf dem Boden mache. So einfach mal dafür, dass man die dann so alle so auf einen Blick hat mit der Minimap quasi. Ist bestimmt auch ganz witzig. Braucht man dann natürlich die Minimap für oder vielleicht so eine andere Karte. Ich kann mir mal ganz kurz eine cheaten, ob das passt, ob man das so sieht. Das erkennt man überhaupt nicht. Ich finde diese Map irgendwie ziemlich sinnlos. Warum wird hier alles weiß angezeigt? Nur wegen dem Schnee da? Ich meine, ich stehe doch immer noch hier. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Vielleicht wird das gerade von dem Pfeil da versteckt. Ich verstehe die Minimap nicht. Die ist sehr komisch. Ich sehe da meinen Kirby nicht. Also okay, mit der Map könnte ich es vergessen. Mit der wird das nichts. Und ja, dann habe ich noch eine kurze kleine Änderung vorgenommen. Nämlich habe ich die fliegende Insel ein wenig erweitert. Und zwar, Moment, da mache ich mir mal ganz kurz eine Fackel. Und, ja. Ein bisschen erweitert, eine größere Insel noch hinzugefügt. Sieht ein bisschen schöner aus als die alte Insel. Die habe ich aber natürlich noch da gelassen. Ich wollte die beide erst mit so einer Holzbrücke oder so verbinden. Das hat aber auch nicht so gut ausgesehen. Irgendwie so eine Hängebrücke oder so kann man ja leider nicht machen. Deswegen hatte ich da so einen Zaun gemacht. Sieht auch scheiße aus, aber naja. Man kennt das ja, so fliegende Inseln zum Beispiel bei Avatar oder so, ist jetzt ein komisches Beispiel. Aber da gibt es ja auch diese fliegenden Steine und die sind dann immer mit so Seilen verbunden. So, das finde ich, sieht eigentlich sehr geil aus. Aber das kann man hier eben nicht machen. Und ja, ihr seht, ich habe mich da... Gerade bei der Aufnahme davor habe ich mich da schon mal hochgecheatet. Denn ich habe... Na komm. Denn ich habe es einfach nicht geschafft, da hochzukommen. Ich habe wieder einmal gefailt wie... Keine Ahnung. Wie irgendjemand. Und deswegen habe ich das halt so kurz gemacht. Ich werde es nochmal kurz machen. Werde ich natürlich gleich wieder abreißen. Nur kurz, damit ihr es seht. Und ja. Auch an dieser Welt werde ich dann nichts mehr machen. Da wird später ab der neuen Welt wieder angefangen, Minecraft zu spielen. Ob mehr oder weniger, oder wie viel allgemein, wie viel ich dann wieder spielen werde, wie lange der Server dann an ist, kann ich noch nicht sagen. Müsst ihr euch dann mal überraschen lassen, wie viel Lust ich daran habe. Und ja, hier seht ihr die Insel. Ich habe hier verschiedene Ebenen gemacht. Ich habe hier zum Beispiel noch kleinen Wasserfall. Ich habe... Moment, wo ist er? Ich glaube, der ist hier drunter. Ich habe auch noch einen kleinen Wasserfall. Ah, jetzt ist hier wieder Wolken-Action. Ja, okay, hier habe ich noch kurz ein bisschen Freiraum. Ihr seht hier verschiedene Ebenen, mehr Löcher und so weiter. Sieht ein bisschen besser aus, wie ich finde, als die andere Insel. Die ist, naja, nicht schlecht, aber
Mir gefällt diese hier eigentlich ein bisschen besser. Und ja. Nö. Gut, das wäre es eigentlich schon wieder mit diesem Let's Show. Ich habe wirklich nicht viel zeigen können. War auch eigentlich, wie gesagt, schon eher als Ankündigungsvideo oder Infovideo oder sonst was geplant oder Downloadvideo oder keine Ahnung was. Nur ich wollte jetzt nicht, naja, 15 Minuten sind schon wieder um, 15 Minuten einfach so auf dem schwarzen Bildschirm quatschen. Dann kann ich euch auch direkt einfach kurz den Rest zeigen nebenbei und ja. Außerdem, warum ich das jetzt gemacht habe. Ich hätte ja die Welt eigentlich erst, glaube ich, so zum 28. oder so hin zum Download freigestellt. Allerdings hatte ich jetzt das Problem, dass 2, 3 Wochen oder so nach dem anderen Let's Show, das war ja vor circa einem Monat, die Download, Dingens, der Download, ja, das Link nicht mehr funktionierte, weil die Datei von Mediafire irgendwie gelöscht wurde. Und ich hatte natürlich das Problem, dass ich jetzt die Welt, also diese Welt hier, an der hatte ich schon weitergebaut. Und deswegen wollte ich die Welt jetzt nicht nochmal zur Verfügung stellen, bevor ich da kein Let's Show zu mache. Deswegen jetzt dieses Let's Show. Damit ich euch diese endgültige Welt dann präsentieren kann. Und ja, ich würde sagen, das wäre es erstmal wieder. Wenn ihr Fragen habt oder so, könnt ihr mir das natürlich gerne immer schreiben zum Server oder sonst was. Ich werde das auf jeden Fall so machen, dass ich, bevor ich die Minecraft-Serverwelt wieder starte, ein kleines Ankündigungsvideo mache. Und ich, ja. Ne? Gut, das wär's eigentlich. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.